Der gestürzte Präsident des westafrikanischen Niger, Mohamed Bazoum, soll wegen Hochverrats zur Rechenschaft gezogen werden. Die für den Staatsstreich verantwortlichen Militärs teilten mit, sie hätten dafür die nötigen Beweise gesammelt. Bazoum und seine, Zitat, örtlichen und ausländischen Komplizen müssten sich wegen Hochverrats und Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit des Niger verantworten, heißt es. Die Anschuldigungen basierten auf dem Austausch des Präsidenten mit nationalen Vertretern, mit ausländischen Staatschefs und Verantwortlichen internationaler Organisationen. Die Militärs hatten Ende Juli in dem Sahelstaat den demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt und die Macht übernommen. Bazoum wird seither gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn in der Präsidentenresidenz festgehalten.